Sozialist, Kriegsgegner, kritischer Journalist, Berliner, Jude, Revolutionär. Das alles war Kurt Eisner, der erste Ministerpräsident Bayerns. Er rief den Freistaat aus als Kontrapunkt gegen Monarchie und Kaiserreich. Ein sozialistischer Revolutionär als Gründungsvater des Freistaates Bayern? Damit tut sich Bayern bis heute schwer. Und so ist es auch die erste Ausstellung zu Eisner, die zurzeit im Münchner Stadtmuseum zu sehen ist. Ihr Titel? Revolutionär und Ministerpräsident Kurt Eisner 1867 bis 1919. Der erste Ministerpräsident in Bayern war SPDler, der aber noch in den 60er Jahren in einem Interview über Kurt Eisner sagte, was lange sich gehalten hat, er sei ein Idealist gewesen, aber von Politik habe er keine Ahnung gehabt. Ich meine, diese Ausstellung beweist etwas anderes. Dieser Mensch wusste, welche politischen Ziele er vertritt und wusste sie auch zu vertreten. Und das hielt sich und hält sich auch immer noch. Und das ist etwas, was es zu korrigieren gilt. Ingrid Scherf und Günter Gerstenberg haben die Ausstellung kuratiert und sie räumen gründlich auf mit diesem verzerrten Bild Eisners. Am Eingang ein zeitgenössischer Holzschnitt mit Eisners Porträt, rot eingefärbt, überdimensional. In einer Vitrine daneben der Totenschein Eisners. Rebell sein war in Bayern schon immer gefährlich. Eisner wurde ermordet. Die hohen Räume des Münchner Stadtmuseums nutzt die Ausstellung voll aus. Wahlplakate, Proklamationen, Zeitungsartikel Eisners, Schlagworte, Flugblätter und zeitgenössische Fotos und Karikaturen pflastern die Wände. Also wir haben uns lange Gedanken gemacht um ein Homme de Lettres, um jemand, der viel geschrieben hat, der eine spitze Feder hatte, der ein politischer Journalist war, der den politischen Journalismus, den linken, wenn man so will, in den 1910er Jahren geprägt hat, nachhaltig. Diesen Menschen wollten wir in den Raum holen, was nicht so leicht ist. In einem Museum möchte man Dreidimensionalität. Wir haben in dem Fall eine etwas andere Ausstellung gemacht, wenn man so will, ein Wandgemälde, eine Wandzeitung, die versucht, den O-Ton Eisner den Menschen vorzustellen und den Menschen anzubieten. Als Jugendlicher hielt Eisner, der aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie Berlins kam, Arbeiter noch für eine Horde wilde Verbrecher. Doch er näherte sich der Arbeiterbewegung immer stärker an, erst durch sein Schreiben, später seine Reden und Taten. Das journalistische Wirken Eisners ist einer der Schwerpunkte des ersten Ausstellungsraumes. Eisner war bei der Hessischen Landzeitung. Liebknecht holte ihn zum Vorwärts. Danach schrieb Eisner in Nürnberg für die Fränkische Tagespost. Seine spitze Feder brachte ihn schon früh ins Gefängnis wegen Majestätsbeleidigung. Viele hellsichtige Artikel kleben an den Wänden der Ausstellung. Manch einer klingt erstaunlich aktuell, wie der zur Tragödie des Mittelstandes von 1894. Überhaupt lebt diese moralisch so gesunde Klasse in ewiger Angst. Der Mittelstand wird von der steten Furcht verfolgt zu verlieren. Jede leise Veränderung der umgebenden Verhältnisse macht ihn zittern. Jede wie des Geschehens ist ihm eine Teilerscheinung jener großen Verschwörung, die auf seinen Untergang abzielt. Daher auch die rührend felsenfeste Überzeugung von der Wahrheit semitischer Weltbündelei auf talmudischer Grundlage. Viel Raum in der Eisner-Ausstellung nimmt der Erste Weltkrieg ein. Ein Schlüsselmoment für den Sozialdemokraten Eisner. Und für die deutsche Sozialdemokratie, die sich an der Haltung zum Krieg 1917 spaltet. In die MSPD, die mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, und die USPD, die unabhängige sozialdemokratische Partei, mit Eisner als ersten Vorsitzenden in Bayern. Auch Eisner war 1914 noch für den nationalen Verteidigungskrieg, wie es damals hieß. Nachdem er zunächst dachte, dass also das russische Zarenreich, wie viele dachten, der Aggressor sein wird, um dann herauszufinden, dass eigentlich das deutsche Kaiserreich die Leute hintergangen hat, hat er schon Mitte August 1914 begonnen, gegen den Krieg zu arbeiten in seiner eigenen Partei. Er hat gesagt, die Sozialdemokratie, die Deutsche, kann doch nicht in den Burgfrieden gehen und einen Krieg führen, dass ein imperialistisches Kaiserreich führt. In einem Brief Eisners vom Februar 1915, der an der Ausstellungswand klebt und an den SPD-Reichstagsabgeordneten Wolfgang Heine gerichtet ist, klingt das so. Was aber hat die deutsche Sozialdemokratie mit dem preußischen Militarismus gemein, den sie seit 40 Jahren bekämpft
und der sich am 4. August nicht durch ein plötzliches Verhandlungswunder von Grund aus gewandelt, sondern vielmehr sein furchtbares Gesicht gezeigt hat. Welchen Grund haben wir, die Politik einer Regierung zu verteidigen, das Weltabenteuer herrschender Klassen, die bis zum August 1914 die Sozialdemokraten als minderen Rechts behandelten? Dieser Krieg ist ein deutscher Expansionskrieg, der mit viel Propaganda hochgejubelt wurde. Davon zeugt etwa das Kinderbuch Der Kriegsstrubbelpeter in einer Vitrine der Ausstellung. Daneben steht ein elektrischer Schießautomat mit der Aufschrift Übe Aug und Hand fürs Vaterland. Kurt Eisner schrieb unermüdlich gegen die deutsche Kriegspolitik an, was den nicht mehr ganz jungen Eisner mit Spitzbart und Nickelbrille an die Seite der jungen Arbeiterinnen und Arbeiter Münchens brachte, mit denen er die bayerische USPD gründete. Die aber ein junges Industrieproletariat waren, die in den Krieg ziehen mussten, junge Frauen, die in der Rüstungsindustrie arbeiten mussten, die letztendlich überhaupt keine Verständnis mehr dafür hatten, die Partei des Burgfriedens zu unterstützen und die sich Eisner geholt hatten zu, wenn man so will, Montagsdiskussionen ab 1916. Und insofern kann man sagen, dieser Eisner, der 30 Jahre älter war, nämlich Anfang 50, war sowas wie ein Mentor eben dieser jungen Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung. Nicht nur das Verdammen des Krieges entfernte Eisner von der SPD. Auch mit seiner Vorstellung, den Obrigkeitsstaat durch die politische Aufklärung der Bevölkerung zu überwinden und radikal mit dem alten System zu brechen, eckte er an. Er wollte ein Rätesystem mit direkt gewählten Räten, die der Basis direkt verantwortlich sind. Eine Gesetze seiner Richtlinien für eine künftige sozialistische Politik von 1918-19 sind in der Eisner-Ausstellung zu lesen, etwa: Ich habe vom ersten Tag der Revolution an in dem System der Räte die große Schule der Demokratie und des Sozialismus gesehen und glaube nicht, dass wir in Deutschland weiterkommen können, wenn wir nicht dieses System der Räte entwickeln und dadurch das Volk mündig machen zur Entscheidung über sein Schicksal. Nicht die Politik des Wahlzettels tut es allein. Das hindert nicht, dass auch die Politik des Wahlzettels notwendig ist. Aber das Rätesystem soll den Wähler lesen, denken und entscheiden lehren, nicht in 8 Tagen vor der Wahl, sondern Tag aus, Tag ein. Eisner und das Rätesystem. Jede Menge Flugblätter, Briefe und Artikel gibt es dazu zu lesen im Münchner Stadtmuseum. Und Kuratorin Ingrid Scherf erklärt, dass er gesagt hat, wir müssen Arbeiterbildung betreiben, wir müssen Aufklärung betreiben. Wir können uns weder darauf berufen, dass der Klassenkampf es richten wird. Deswegen hat er seiner Partei öfters mal das revolutionäre Nichtstun vorgeworfen. Gleichzeitig hat er sich aber auch von den sogenannten Revisionisten um Bernstein abgesetzt, denen er vorgehalten hat, die sagten, die Sozialdemokratie muss sich von der Revolution verabschieden, sie muss den Kapitalismus reformieren. Denen hat er vorgehalten, dieses System ist nicht reformierbar. Es muss in jedem Fall ein neues, gerechtes, sozialistisches System den Menschen gebracht werden. Und die Menschen werden es auch letztendlich anschieben und werden es verlangen. Das taten sie in Hungeraufständen während des Ersten Weltkriegs und im Januar 1918 in Massenstreiks, bei denen über 1 Million Arbeiterinnen und Arbeiter das Ende des Krieges, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen und mehr Demokratie forderten. Ganz vorne dabei Kurt Eisner. Er sprach auf Betriebsversammlungen, hielt Reden in Arbeitervereinen und landete dafür im Gefängnis. Die Kuratorin Ingrid Scherf beschreibt die Atmosphäre am Ende des Ersten Weltkriegs, kurz vor Ausrufung des Freistaats Bayern. Dieser Erste Weltkrieg mit seinen Millionen von Toten, das Ausbluten der Bevölkerung, der Landbevölkerung, nichts mehr zu essen, keine Perspektive, die Frauen in der Rüstungsindustrie, die Kinder auf der Straße, führte ja schon ab 1916 zu regelmäßigen Brotaufständen, zu Aufständen zum Beispiel in München auf dem Marienplatz, wo die Lebensmittelverteilstellen versucht worden sind zu stürmen. Viele Jugendliche, die Bürgermeistereien die Fensterscheiben einschmissen. Und immer wieder kamen die Verwundeten nach Hause oder die Familien verloren ihre Väter und ihre Söhne. Und in dieser Situation war klar, dass also
eine Opposition innerhalb einer Partei, einer Arbeiterpartei, die sagte, hierfür ist ein System, und zwar das Deutsche Kaiserreich, verantwortlich, selbstverständlich an Boden gewannen. Der Sturz des alten Systems kam nicht aus heiterem Himmel. Von der Kriegsbegeisterung zu Beginn des Ersten Weltkriegs war 1918 nichts mehr übrig. Viel ist dazu zu finden in der Eisner-Ausstellung. Eine Lesemappe zur Frauenfriedensbewegung und mehrere Hefte mit Informationen zu Hungerrevolten und Friedensagitation. Eine Friedensdemonstration war es dann auch, die das Ende der bayerischen Monarchie einläutete, am 7. November 1918. Es war eine friedliche Revolution, wie viele sagen. Ja, es war so, dass die Gewerkschaft, die Mehrheits-SPD und die USPD am 7. November 1918 zu einer großen Friedenskundgebung auf der Theresienwiese in München aufgerufen haben und 100.000 circa, vielleicht waren es auch nur 60.000, kamen. Also der Platz war voll, es gibt Bilder. Und Erhard Auer, der Vorsitzende der Mehrheits-SPD, war davon überzeugt, es wird keine Revolution geben. Und die Mehrheits-SPD wollte auch keine. Sie wollte halt dem Kaiserreich dies und das abgewinnen. Und der ist dann losgelaufen mit seiner Anhängerschaft zum Friedensengel. Aber die revolutionär gestimmten Soldaten, die gesagt haben, dieses Regime muss weg, sonst hört dieser Krieg nie auf, standen bei Eisner. Unter anderem auch der junge Fechenbach, der später sein Sekretär wird. Es gab rote Fahnen und die wurden sich dann gegriffen und Hochlebe die Revolution, losgelaufen in die Dachauer Straße. Die Soldaten, die dort in den Kasernen waren, sind rausgeholt worden. Die Offiziere hat man sozusagen in ihre Zimmer verbannt. Und am nächsten Früh war der Bayerische Volksstaat ausgerufen, eine Proklamation und in der Zeitung verbreitet, angeschlagen. Und Kurt Eisner war zum revolutionären provisorischen Ministerpräsident ernannt worden von den Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten. Wohlgemerkt auch Bauernräte. Heute im konservativen Bayern schwer vorstellbar, dass sich auch die Bauern anstecken ließen vom revolutionären Treiben. Am 8. November 1918 wehte vom Turm der Frauenkirche in München die rote Fahne. Der König floh aus München. Auf Litfaßsäulen klebte die Proklamation der Republik auf roten Plakaten. Hier ein Auszug. Um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Die Bayerische Republik wird hierdurch proklamiert. Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Hoch die Republik! Einen Tag später, am 9. November 1918, stürzte die Novemberrevolution auch in Berlin die alte Macht und zwang den Kaiser zum Abdanken. Neben der Proklamation der Republik sind in der Münchner Ausstellung Revolutionär und Ministerpräsident Kurt Eisner neue Gesetze und Protokolle von Versammlungen zu lesen oder zeitgenössische Berichte in Hörstationen zu hören. Ausschnitte aus dem Film Bilder von der Volksbewegung in München aus der Wochenschau vom November 1918 flimmern durch den Raum. Nur gut 100 Tage lang währte die Regierung Eisner. Doch sie war umtriebig. Ingrid Scherf zählt nur ein paar der wichtigsten neuen Gesetze auf. Allgemeines Wahlrecht für Männer und Frauen, Säkularisierung der Schule. Es war ein Riesenaufschrei. Was im Übrigen sofort nach dem Tod von Eisner und der Niederschlagung der Räterepublik wieder zurückgenommen wurde, bis heute zurückgenommen ist. Der Versuch, im Arbeiterbereich den 8-Stunden-Tag komplett durchzusetzen. Die gut 100 Tage lang währende Regierung Eisner verabschiedete noch mehr Gesetze. Zur Abschaffung der Sonntagsarbeit und von Adelstiteln. Zur Einführung von Betriebsräten und zur Reform des Gesinderechts. Eisner setzte auf politische Mitarbeit und Erziehungsarbeit durch die Beteiligung an den Räten. Sozialismus ist nur ein Wort. Und Sozialismus, das Wort, erfüllt man mit Leben, indem man es verwirklicht. Wie auch Demokratie nicht dekretiert werden kann von oben, wie die Freiheit nur in sich selbst und aus sich selbst reift. Ein Volk, das nicht frei ist, kann niemals die Freiheit gebrauchen lernen. Erst wenn es frei ist, lernt es frei zu sein. Nur so können wir sozialistische Politik treiben. Doch weder wurden Unternehmen sozialisiert, noch die monarchistischen Beamten abgesetzt. Denn so überraschend einfach der Sturz der Monarchie gewesen war, so schwierig gestalteten sich die nächsten Monate. Längst nicht alle, die auf der Theresienwiese zusammengeströmt und die Revolution gemacht hatten,
waren gefestigte Sozialistinnen oder von einem Rätesystem überzeugt. Es waren widrige Bedingungen für das frisch gebackene Rätesystem. Kuratorin Ingrid Scherf. Das Problem war nur, dass im Zuge dann der Räterepublik, wo noch keine Demobilisierung da war, immer noch keine Lebensmittel und letztendlich eine völlig destabilisierte Situation im gesamten Reichsgebiet da war, konnte sich eben diese neue Republik gar nicht verfestigen. Es war eine sehr schwierige Situation. Und Eisner hat immer gesagt, er möchte, dass die Arbeiterbewegung nicht gespalten wird, weil er merkte, dass noch eine ganze Menge Arbeiter hinter der Mehrheitspartei standen. Die Mehrheits-SPD bekämpfte Eisner. Rechte Kräfte hetzten gegen ihn als Volksverräter, weil Eisner sich für eine Anerkennung der deutschen Kriegsschuld aussprach. Das alte System eroberte sich die Macht zurück. Erhard Auer, der gegen ihn intrigiert hat, weil er letztendlich sagte, das ist keine demokratische Wahl gewesen. Nun denn, es war eine Revolution. Ich werde das auch öfters gefragt. Eine Revolution ist eine Selbstermächtigung eben genau der revolutionären Kräfte, die ein System letztendlich kippen wollen. Und Eisner hat mit Recht auch immer gesagt, das alte System, auch die Burgfriedenspartei SPD, wird keinen Frieden schließen können, wenn nicht völlig neue eben die Friedensverhandlungen führen. Und er hat gesagt, das kann nur gehen, wenn die Kriegsschuld anerkannt wird, was im Übrigen ihm dann Morddrohungen einbrachte. Vaterlandsverräter, Wegbereiter des Bolschewismus und vieles, vieles mehr muss sich Eisner anhören und über sich auch in der Presse lesen. Die Kuratorinnen der Ausstellung, Ingrid Scherf und Günter Gerstenberg, haben einen Brief ausgegraben, in dem es heißt: Das Bayernvolk hat keine Lust, sich weder von Berlin noch von München aus von einer Bande russischer Judenschlawiner regieren zu lassen. Wir geben Ihnen Zeit bis zum 5. Dezember, Nachmittag, 6 Uhr. Haben Sie bis dahin Ihr Amt nicht niedergelegt, so werden wir Sie erschießen. Das schwören wir. Eisner reagierte mit Ironie und Missachtung. Als er als ostjüdischer Agent verdächtigt wurde, der angeblich Salomon Kosmanowski heiße, ließ er lapidar verlauten, er habe nie anders als Kurt Eisner geheißen. Doch auch auf der politischen Ebene lief es nicht mehr gut für Eisner. Die Landtagswahlen zum Bayerischen Landtag Anfang 1919 wurden ein Desaster für Eisner und die USPD, die sich dem Druck der Mehrheitssozialdemokraten und ihrer Forderung nach Wahlen gebeugt hatten. Das Wahlergebnis 2,3% für die USPD war natürlich eine Niederlage. Nur diese Niederlage war eine Niederlage mit Ansage. Kurt Eisner wusste sehr genau, er wollte ja den Wahlen nicht zustimmen, dass so etwas kommen würde, weil direkt mit der Revolution und dieser unsicheren Situation, wie wird demobilisiert, wenn gewählt wird, wer tritt an, wie sind die alten Strukturen, das wollte er so gar nicht haben. Er hat gesagt, wir müssen erstmal die Räterepublik als eine Räteorganisation verfestigen. Wir werden nur eine alte Ordnung zurückbekommen, wenn wir diesen Pseudoparlamentarismus mit einer Wahl wieder Platz machen. Und vor diesem Hintergrund kann man sagen, das alte System hat sich via Wahl, und das war Kurt Eisner schon klar, wieder installiert. Insofern, und das hat er auch sehr gut begründet, war für ihn eine parlamentarische Wahl eben genau das Gegenteil von einem wirklich demokratisierten Staat, sondern er sagte, den bauen wir erst über die Räte, nur dann wird's besser. Nach dem desaströsen Wahlergebnis hatte Eisner klar, er tritt zurück. Doch auf dem Weg zum Parlament, wo er seinen Rücktritt erklären wollte, wurde Eisner am 21. Februar 1919 erschossen. Von Graf Arco Valle, einem Mitglied der extrem rechten Thule-Gesellschaft. Der Mord an Eisner löste in Bayern eine Welle der Empörung aus. Der neu gewählte Landtag ging fluchtartig auseinander. In allen größeren Städten fanden Massenveranstaltungen statt. Nach der Ermordung waren die Menschen in München und Bayern so aufgebracht. Hunderttausende waren nach seiner Beerdigung. Und sie wollten ihre Räterepublik oder das Vermächtnis von Kurt Eisner behalten.
besonders in München. Auf dem Land waren die Menschen komplett irritiert. Und in München sind dann wieder auf der Theresienwiese viele revolutionäre Arbeiter zusammengelaufen und haben gesagt, die Räterepublik muss jetzt mit allem eingeführt werden, es muss vergesellschaftet werden. Und von daher kann man sagen, das Vermächtnis von Eisner war eine nochmalige Ermächtigung eben der Menschen, die etwas anderes wollten. Auf Eisners Beerdigung sprach sein Weggefährte Gustav Landauer. Er wollte mit den Menschen gehen. Er wollte auf die Menschen wirken. Aber nichts lag ihm ferner als Herrschaft oder unterdrückende Überlegenheit. Neuer Ministerpräsident wurde Johannes Hoffmann von den Mehrheitssozialdemokraten. Doch die rebellische Stimmung bäumte sich in München, aber auch anderen bayerischen Orten noch einmal auf. In zwei aufeinanderfolgenden Räterepubliken, die an Eisners Rätegedanken anknüpften. Mit Proklamationen und vielen Fotos lässt die Eisner-Ausstellung die revolutionäre Zeit lebendig werden. Einige Klatten liegen in den Räumen des Stadtmuseums mit Biografien der AkteurInnen der beiden Räterepubliken. An Hörstationen sind Erinnerungen zu hören, zum Beispiel von Hilde Kramer, die als 18-Jährige zum innersten Kreis der Rätebewegung gehörte und die später ihre Erinnerungen rausbrachte mit dem Titel »Rebellen in München, Moskau und Berlin«. Die erste anarchistische Räterepublik mit den Anarchisten Gustav Landauer, Erich Mühsam und dem Schriftsteller Ernst Toller währte nur wenige Tage. Und dann kam eine Art Putsch, den also die minimal bewaffnete Arbeiter unter Führung der Kommunistischen Partei in München niederschlug. Und Levinae, der ja erst im März nach München gekommen war, der Führer der Kommunisten in München, hatte ja schon zu den Anarchisten gesagt, wir können keine Räterepublik machen, wenn ihr jetzt eine Räterepublik ausruft, haben wir nicht das Volk hinter uns, wir müssen erst das Volk hinter uns bringen, dann können wir das machen. Als aber dann der Putsch kam und die ganzen Arbeiter wieder auf der Theresienwiese eingefordert haben, jetzt möge doch die Kommunisten endlich auch die Führung in diesem revolutionären Staat übernehmen, hat Levinae ziemlich weitsichtig gesagt, sie werden uns dafür an die Wand stellen. Aber wir können die Arbeiter nicht in ihrem Traum alleine lassen. Insofern haben sie versucht, die Räterepublik zu bewahren und mussten sich allerblutigst durch die Noske-Truppen, Noske, Sozialdemokrat, Innenminister des Reiches, zusammenschießen, ermorden lassen, erschlagen lassen, wie Gustav Landauer. Insofern ist im Grunde genommen das Vermächtnis massakriert worden. Erstickt im weißen Terror der Gegenrevolution, der hunderte Menschen zum Opfer fielen. Bayern verkam zur reaktionären Ordnungszelle, was dem Faschismus zum Aufstieg verhalf. All das wird im Gründungsmythos des Freistaats Bayern tunlichst vergessen, wie auch Kurt Eisner, der sozialistische Gründungsvater des Freistaates im weiß-blauen Erinnern, eine ungeliebte Randfigur ist. Höchste Zeit also für die Ausstellung Revolutionär und Ministerpräsident Kurt Eisner, die mit einer unglaublichen Materialfülle durch bewegte Zeiten führt. Detailreich und mit vielvergessenem Wissen räumt sie auf mit dem Klischee des weltfremden Träumers und fördert hervor einen scharfsinnigen Journalisten und tatkräftigen Revolutionär, der die Menschen zum Streiken und Rebellieren brachte. Oder wie der Schriftsteller Heinrich Mann in seiner Gedächtnisrede nach Eisners Ermordung sagte: Die 100 Tage der Regierung Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige.